Weiter geht es mit einer neuen schnabeligen Folge Assassin's Creed Origins. Freut mich, dass du da draußen wieder reingeschnabelt bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Schnabelmenschen, die das letzte Video bewertet haben. Keine Ahnung, warum Schnabel. Wegen dem Vogel. Irgendwie habe ich einen Vogel gesehen, muss dann seinen Schnabel denken. Und ja, so ist das eben entstanden. Auf geht's. Wir müssen die Schlange töten. Die Schlange aus dem Weg räumen. Das könnte spannend werden. Die Bauten hier gefallen mir sehr, sehr gut. Ach ja, und nochmal eine wichtige Info. Die letzte Folge Assassin's Creed Origins ist mal wieder nicht in die Abo-Box. Ja, schon wieder. Deswegen kann ich es hier nochmal betonen. Checkt die Playlist aus. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr das Ganze bewerten würdet. Damit könnt ihr mich echt unterstützen. Echt richtig gut. Oh, der ist Level 11. Der ist ja Level 11, der Dude hier. Vogel? Ich kann den Vogel sogar hier verwenden. Das ist unglaublich praktisch. Also, hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Du bist mein Auge. Ach ja, ich habe jetzt auch die Kapuze angezogen. Leute haben es ja geschrieben, wie es geht. Hat funktioniert, Dankeschön. Und hier sollen wir hin. Ist wahrscheinlich irgendwo in dem Gebäude drin. Alles klar, wir haben ihn. Hier drüben. Oh Mann, sind da viele Wachen. Da sind richtig viele Wachen. Fliegen wir mal ein bisschen weiter. Gehen mal ein bisschen Schub. Dann haben wir hier einen. Da ist eine Menge los hier. Eine Menge, Menge ist hier los. Können die meinen Vogel sehen? Oder was ist hier für eine Markierung? Ist doch nur ein ganz normaler Vogel. Ich glaube nicht, dass sie darauf reagieren. Aber es gibt eine Fähigkeit, wie man mit dem Vogel Leute eliminieren kann. Das finde ich ganz cool. Aber ich glaube, die sterben nicht, sondern die sind nur benommen. Aber trotzdem, ist ganz cool. Okay. Ich würde sagen, da drüben sind noch mehr. Ich würde sagen, wir können rein. Warum kann ich hier das Level nicht sehen? Vielleicht müssen wir näher ran. Jetzt geht's. So. Verteidigt. Was bist du denn? Okay, man muss wirklich ein bisschen näher ran. Boah, das sind ja wirklich ultra viele. Eine ganze Armee, die wir aus dem Weg räumen müssen. Hier ist noch einer. Ja, ich würde sagen, wir gehen über die Dächer, oder? Das ist auf jeden Fall die intelligenteste Idee. Möglicherweise niemanden töten. Alle ignorieren. Na gut, wir schauen mal. Wo bin ich? Hier drüben. Also, kann ich den hier attentatmäßig wegholen? Yes! Hat das irgendjemand gesehen? I don't think so. Dann nehme ich hier den Scheiß mit. Okay. Jetzt geht endlich Assassin's Creed los. Jetzt haben wir das richtige Feeling, finde ich. Die Klinge macht irgendwie den Unterschied. Und die Kapuze. Natürlich auch die Kapuze. Klinge und Kapuze. Nein, ich wollte hoch. Warum lässt er sich jetzt hier fallen? Wer sieht mich denn? Wo denn? Wo sieht mich hier jemand? Ich sehe ihn nicht. Irgendjemand sieht mich, ich sehe ihn nicht. Wo ist der Typ? Hier drüben. Wo geht er jetzt hin? Er geht irgendwo da oben hin. Ey, ohne Radar ist echt schwierig. Ist wirklich schwierig. Jetzt sag bloß, ihr springt da runter. So, Abflug. Alles klar, man darf hier gar nicht so lange rummachen. Ich bin das Verhalten der Gegner noch nicht so richtig gewohnt. Ich kann die leider noch nicht so richtig abschätzen.
Okay, komm mal her, du. Komm mal zu mir. Einfach wegballern. Husch, husch, husch. Jetzt bin ich da drüben. Jetzt geht er weg. Gut. Und er ist tot. So, wieder einer weniger. Aber wir haben gute Augen. Der eine hat mich da irgendwie direkt gesehen. Da muss man schon sehr vorsichtig sein. Aber wir haben keinen Alarm. So, jetzt würde ich gerne hier hin. Perfekt. Jetzt gehen wir hier einmal durch. Ignorieren den da, oder? Ich meine, ist ja auch nur irgendein Familienvater, der sein Geld verdienen möchte. Vogel. Markier mal bitte den für mich. Dankeschön. Hier drüben ist noch einer. Go, Vogel, go! Senu! Nice. Okay, da war sogar noch einer. Yep, es sind ultra viele. Es sind ultra viele. Aber ich bin Assassino. Wie komme ich da rein? Wir müssen sogar noch weiter gehen. Kann ich hier entlang? Der Mann ist fit. Der hatte seine Akrobatikstunden als Kind. Ah, Moment, da sehe ich einen besseren Weg. Assassino! Das ist schon wirklich beeindruckend auf so einem Seil. Und hier unten ist sogar ein Fenster offen. Vogel! Markier mal bitte die hier. Für den ultimativen Notfall. Gut. Jetzt muss ich nur noch hier runter. Aber so, dass mich niemand sieht. Ah, da vorne ist jemand. Shit! Mit dem Bogen? Der ist nervös, der Junge. Der ist richtig nervös. Er bewegt sich wieder. Aus dem Auge, aus dem Sinn, ha? Huh? Nee, 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 nee. Ich brauch den hier. Ups. Einfach durchgeschossen. Oh Gott, ist der robust. Selbst ein Headshot würde ihn nicht töten. Krass. Selbst ein Headshot hätte ihn nicht getötet. Heftig. Okay, können wir rein? Da unten ist noch einer. Und sogar noch einer. Der jetzt hier wieder nach oben geht. YOLO Swaggen. Okay, YOLO Swaggen. Ich versuch's. Wow, hat funktioniert. Kaum zu glauben. Okay, wir müssen das Gebiet untersuchen. Erstmal ein bisschen hier räubern. Direkt an die Kiste ran. Sieht wichtig aus. Aber irgendwie kann ich hier... Ja, ich würde ja gerne, aber irgendwie kann ich ja nicht. Verschlossen. Verschlossen, okay. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Okay, wir müssen aber mehr finden. Hier drüben eine kaputte Leiter. Eine Leiter? Was genau bringt die? Ist kaputt. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Okay, wir haben die Leiter. Hier drüben das Essen. Damit können wir anscheinend nichts machen. Das hatten wir auch schon. Okay, wir verlassen das Untersuchungsgebiet. Ja, aber das Ding ist zu. Und die Leiter hatten wir bereits. Eine Leiter? Ja. Was haben wir hier noch? Wo führt uns denn die Leiter hin? Da oben. Nein, nicht den Vogel. Nicht den Vogel. Hier oben sehe ich was. Perfekt. Ah, ein Schlüssel. Die Leiter hatte schon ihren Sinn.
offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siwa. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Okay. Meine Montur sieht geil aus, oder? Erstmal noch ein bisschen rumplündern. Gennadios verbringt sowohl Zeit im Palast als auch an den Docks. Noch irgendwas Interessantes, Relevantes? Das Badehaus. Oh, das gefällt mir. Ich hoffe, da gibt es ein paar Badenixen. Darüber würde ich mich freuen. Also gut, dann müssen wir zum Badehaus. Und schnell hier hoch. Alles klar, wir nehmen denselben Weg wieder hier zurück. Und verpissen uns hier aus dem Sperrgebiet. Das lief doch irgendwie extrem gut. Also, normalerweise bin ich für absolute Fails bekannt. Aber das lief erstaunlich professionell. Das Badehaus ist irgendwo ganz da hinten. Und da vermisse ich wieder so ein bisschen das Radar, die Minimap. Weil ich nie genau weiß, wann endet denn das Sperrgebiet. Klar, hier oben königlicher Palast, ist rot. Aber wo endet es? Wo komme ich raus? Neue Berichte aus den Provinzen. Kleopatra scheint militärische Unterstützung zu bekommen. Sag es nicht Portinos. Dann wird er bloß wieder unausstehlich. Kleopatra, ha? Auf die bin ich ja mal gespannt. Ob wir Caesar auch noch sehen? Keine Wachen in der Nähe. Aber Munition. Die große Synagoge. Jetzt habe ich hier einen Speer auf dem Rücken. Cool. Ist hier irgendjemand? Ich will keinen Stress. Warte mal, irgendwo hier ist ein Punkt für die Schnellreise. Oder auch nicht. Okay, über die Region wissen wir gar nichts. Wir müssen hier drüben hin. Wo laufe ich denn hin? Alles klar, ich bin erstmal raus, oder? Ja. Gut, hier ist alles wieder cool. Die Kinder gehen mir wieder auf den Sack. Alles easy. Alles perfekt. Hat er gerade Idioti gesagt zu mir? Idioti. Aus dem Weg. Ihr Gören. Ich muss ins Badehaus. Schrumpelige alte Säcke. Idioti! Lexon, Lexon! Also hier wird dauernd gesprochen. Wow! Moment, den hätte ich eben gerade töten können. Hm. Vielleicht, aber hab keine Zeit. Ich muss meine Kräfte schonen für das Badehaus der Lüste. Kann ich eigentlich Zivilisten töten? Das war ja eigentlich schon immer so mein Ding, ne? Nee? Geht nicht? Schade. Gehen wir mal rein. Wie untypisch. Durch den Vordereingang. Normalerweise sneak ich doch immer so rum und mogel mich da rein. Aber jetzt spazieren wir einfach so mal durch die Tür. Oh, ich bin nackt. Ich bin verdammt gut in Form, oder? Aristo will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Eudoros hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil abgeschrieben.
Na Jungs, die Männerwindel sitzt, oder? Sehr gut. Gott, ist der Typ haarig. Leute, da drüben ist ein Wookie. Also, wo ist unser Mann? Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Die Decke ist der Hammer. Okay, wir müssen hier drüben hin. Wie hole ich ihn weg? Oh, wer will die Decke sehen, wenn er sowas sehen kann? Ich konzentriere mich eher auf den Boden. Na, na, willst du mit mir baden gehen? Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr. Geht so, ich würde eher hier mit der Dame gerne baden gehen. Weniger alte, schwitzige Männer. Ein willloser Schwächling. Simonides, du hast zu viel Wein getrunken. Habe ich, und ich werde es wieder tun. Doch selbst wenn nicht, wäre unser Pharao dann weniger kümmerlich? Also, wie komme ich dahin? Oben durch. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Ja, werde ich. Ich muss ganz kurz hier oben hin. Perfekt, oder? Und töten! Wow! Perfekter Stich direkt in den Hals. Wow. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Die Schlange ist tot. War ein ziemlich abgespaceder Trip, oder? Warum hatte der Nilpferd-Sachen dabei? Meine Herren, ich war's nicht. Kleine Info, ich war's nicht, aber ich verpiss mich mal, ja? Schau keine Wache an. Geh allen am besten einfach nur aus dem Weg. Du warst nur planschen. Mehr hast du nicht gemacht. Ja, das ist ein bisschen auffällig, natürlich, aber trotzdem. Tschüss. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wir sind fein raus. Ich hab einen Finger verloren? Wann hab ich einen Finger verloren? Ist das irgendjemandem aufgefallen? Fuck, ich hab einen Finger verloren. Irgendwann hab ich einen... Was hab ich bekommen als Montur? Was ist das? Schaut euch meine super geile, epische Montur an, ne? Hammer. Hammermäßig, was hab ich jetzt bekommen? Bettlaken. Okay, was ist das hier? Clan-Kapuze oder sowas? Ja, geil! Ja. Nicht schlecht. Toll. Ich bin immer noch Level 10. Ich habe einen Punkt und ich stehe kurz davor, Level 11 zu werden. Ich spare den Punkt, denn ich will das...
Plündern mir holen. Gut, die nächste Quest. Was wäre denn die nächste Quest? Bayeks Versprechen. Okay, das könnten wir machen. Ah, das ist damit verbunden. Und da müssen wir hier lang. Ich nehme ja mal hier so einen Gaul, ne? Echt jetzt? Das war illegal? Ich dachte, die wären für alle da. Ein Volkspony. Ey. Ganz ruhig, Kumpel. Ich bin unschuldig, ja? Okay, nix wie weg hier. Dann vielleicht schaffe ich es ja noch direkt, den hier wegzuholen. Läuft ja eigentlich ganz ordentlich, oder? So, Vorsicht. Hier drüben ist Sperrgebiet. Alles klar, Vögelchen, Vögelchen, Vögelchen. Jetzt sehe ich kein bisschen aus wie eine Assassine, sondern eher wie ein sehr armer Mensch. Hab ihn. Okay, was hat er hier vor? Der klettert hier rum. Na, meinetwegen. Jetzt Zeit, dass du stirbst. Hier oben kann man Feuer entzünden. Was bringt's? Achtung. Psst, 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 psst. Vorsicht. Komm her. Ja, ja, du. Bams. Und tot. Die da hinten werden jetzt aber nicht nervös oder so. Jetzt habe ich den hier unten nicht gelootet, nicht geplündert. Töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Guter Mann. Weil ich immer zu schnell bin. Ah, das ist nicht gut. Er sieht die Leiche, bekommt Panik und dann muss ich ihn töten. Aber er hat Freunde. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Was hat er vor? Kuckuck! Jo, ist tot. Na, er lebt noch? Jetzt ist er tot. Oh, so ein dicker Mann, ne? Komm, gib ihm. Gib ihm. Yes! Gut, ich muss irgendwas plündern, oder? Ey! Wärst du mal weggerannt? Du hattest die Möglichkeit. Wow, direkt zwei Männer getötet. Ich hab einen Lauf. Ich hab einfach einen Lauf. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Phylakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Ich bin der Geist des Badehauses. Möge mein weiches Handtuch dich... Keine Ahnung. Weiß nicht. Irgendwas halt. Soweit ich hab... Okay. Ich sollte mich verpissen. Alles klar. Wir werden jetzt gejagt von Kopfgeldjägern. Das ist eine Ansage. Und ich bin Level 11. Und ich humpel so ein bisschen. Gut, Freunde, der Geist, das Badehaus zieht sich jetzt zurück. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, auf jeden Fall eine Bewertung dalassen. Ich freue mich immer über ganz viele Bewertungen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Küsschen aufs Nüsschen und tschüss!
Flax! Flax! Flax!